17. Februar 2016. Es schneit. Beim ersten großen Wintereinbruch des Jahres macht sich das Filmteam der Europa-Union auf den Weg nach Lienz, um Gina Streit zu besuchen. Die quirlige Projektmanagerin Gina Streit, zweisprachig in Osttirol aufgewachsen, mit familiärem Hintergrund aus dem Belluno, hat in Wien Italienisch und Russisch auf Dolmetsch studiert. Die Liebe hat sie zurück nach Osttirol geführt, der Zufall ins Regionalmanagement, wo Gina Streit im Team von Michael Hohenwarter arbeitet. Seit 9 Jahren betreut sie federführend die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Interregrat Dolomiti Live. Wie beschreibt Gina Streit ihre Funktion? Als Wandlerin vielleicht zwischen den Welten, als jemand, der Kontakte herstellt zwischen Belluno, dem Bustertal in Südtirol und Osttirol, und die versucht beizutragen, dass wir manchmal auch Unmögliches möglich machen und die Menschen ins Gespräch führen. Also das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. 3 Regionen, 2 Sprachen, 1 Ziel. Das ist der Interregrat Dolomiti Live. Projektmanagement ist das tägliche Geschäft von Gina Streit. Heute ist der grenzüberschreitende Zivil- und Katastrophenschutz Gegenstand einer interregionalen Besprechung in der Bezirkshauptmannschaft Lienz. Gerade der Murenabgang im August des Vorjahres am Grenzbach zwischen Siljan und Innichen hat gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Zusammenarbeit über die Staatsgrenze hinweg ist. Gina Streit arbeitet stets gleichzeitig an mehreren Projekten, übersetzt, setzt um, gewinnt Vertrauen und baut Schritt für Schritt Brücken zwischen den Regionen und ihren Menschen. Welche Projekte haben Gina Streit besonders berührt? Persönlich eben war es ein transnationales Liederprojekt, zum Beispiel der Vergessene Garten, wo ich da wirklich zu meinen eigenen Wurzeln gekommen bin, zum ersten Garten meiner Kindheit, meiner Großmutter, die aus dem Belluneser Raum stammt. Und wenn man die Gärten heute dort sieht, dann sind die noch gleich wie damals ihrer. Und dieses Wiederaufleben der Erinnerung, der Emotion hat mich eigentlich sehr positiv betroffen gemacht. Und dann hatten wir zum Beispiel ein Kleinprojekt, der Sommercampus in Innerfilgraten, wo die Gemeinden Innerfilgraten und Zapada ihre Kinder zusammengebracht haben, auch die Eltern, und wo man Deutsch und Italienisch spricht und sich austauscht, damit man wirklich diesen Mehrwert der zweiten Sprache auch von klein auf schon ein bisschen praktisch vermittelt bekommt. Gina Streit steht mit beiden Beinen im Leben. Die Gesellschaftspolitik ist ihr Herzensanliegen, vor allem die Gleichstellung von Männern und Frauen. Das Regionalmanagement und das Bildungshaus Osttirol haben vor kurzem in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Frauen und Gleichstellung der Tiroler Landesverwaltung die 2. Ausgabe des Projekts Nüsse knacken, Früchte ernten gestartet. Worum geht es? Das heißt Kompetenzlehrgang Nüsse knacken, Früchte ernten, und es geht dabei in einem mehrmodularen Kurs Frauenkompetenzen wie Rhetorik, Konfliktmanagement, EDV, Social Media, Nutzung und vieles mehr zu vermitteln. Und was wir damit bezwecken wollen, ist einfach, einen gesellschaftspolitischen Auftrag zu erfüllen und Frauen Kompetenzen zu geben, die sie stärken in ihrem Privat- und auch in ihrem Arbeitsumfeld. Und im Besten natürlich aller Fälle, sie in die Politik zu bringen. Ein Großprojekt ist zweifellos die grenzüberschreitende Mobilität. Seit 2014 fahren die modernen Südtiroler Flirt-Züge im Stundentakt von Franzensfeste bis Lienz. Gina Streit nutzt den Zug selbst regelmäßig, um zu den Treffen des Interregrats nach Toblach zu fahren. Nunmehr werden auch in Osttirol rund 50 Millionen Euro in den Ausbau der Trautalbahn und des Mobilitätszentrums Bahnhof Lienz investiert. Welche weiteren Mobilitätsthemen stehen bei Dolomiti Live an? Gerade in der Mobilität haben wir jetzt einige heiße Eisen im Feuer, die wir entwickeln wollen. Das ist das grenzüberschreitende E-Car-Sharing. Ein E-Car-Sharing-Modell haben wir bereits in Osttirol in Lienz etablieren können. Dann möchten wir einen Vorstoß wagen und gerade im Gästeverkehr grenzüberschreitend neue Möglichkeiten, Tickets zum Test anzubieten. Also das sind einige Dinge, die wir in der Mobilität machen. Und wir möchten, wenn es ganz gut funktioniert, auch das DEF-Mobil ins Antholzertal anbinden können. Aber das sind natürlich Träume, und du weißt, Matthias, du hast mich gefragt, ohne Träume wird es auch in den nächsten Jahren und in dieser Programmperiode nicht gehen.